Wer an Krebs erkrankt, braucht Rückhalt. Rückhalt erhält man von Menschen. Bekannte, Freunde, Familie, aber auch professionelle Helfer gehören dazu, wie zum Beispiel in Krebsberatungsstellen. Rückhalt erhält man auch durch verlässliche Informationen. Welche Therapie ist in meinem Fall die richtige? Welche weiteren Optionen habe ich? Solche Informationen findet man zum Beispiel in den Patientenleitlinien des Leitlinienprogramms Onkologie. Diese Ratgeber erklären die Krebserkrankungen und beschreiben die Untersuchungsverfahren und die möglichen Therapien in verständlichen Worten. Das Besondere der Patientenleitlinie ist, Experten, manchmal mehr als 100 pro Leitlinie, aus vielen Fachgebieten haben dieses Wissen zusammengetragen. Danach haben Experten Empfehlungen formuliert. Wenn es zu bestimmten Fragen keine Studien gab, hat man sich auf einen Expertenkonsens geeinigt. Patientenleitlinien fassen nicht nur das weltweit bekannte medizinische Wissen zusammen, sie stellen auch eine Entscheidungshilfe dar, auf die sich die Experten aus unterschiedlichen Fachgebieten geeinigt haben. Dies ist ein großer Fortschritt gegenüber der Zeit, als allein nur die Meinung eines einzelnen Arztes zählt. Die Patientenleitlinie ersetzt trotzdem nicht das Gespräch mit dem Arzt. Sie stellt aber eine gute Möglichkeit dar, die Entscheidungen vorzubereiten. Betroffene können zusammen mit Angehörigen und Freunden Informationen über die Erkrankung und ihre Behandlung erhalten. Es sind darüber hinaus Tipps darin enthalten, um die Fragen in der Behandlungssituation zu stellen, die wichtig sind. Nichts sollte über den Kopf des Patienten hinweg entschieden werden. Die Patientenleitlinien des Leitlinienprogramms Onkologie sind ein Schlüssel dazu.